Genau, heute soll es gehen um die Rettung des Euro, beziehungsweise die Art und Weise, wie Europa seine Krise bearbeitet und seine Widersprüche, ohne die Widersprüche grundsätzlich zu lösen. Was waren die Widersprüche? Letztlich einfach die Tatsache, dass hinter dem Euro keine, sagen wir mal, ökonomische Einheit steht, sondern lauter souveräne Nationalstaaten, die gegeneinander konkurrieren, die gegeneinander um Erträge aus dem weltweiten Geschäft konkurrieren. Diese Konkurrenz führt dazu, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und aufgrund des Designs der Eurozone ist den Verlierern verboten worden, im Notfall sich mit Kredit zu versorgen, zum Beispiel dadurch, dass sie sich an ihre eigene Zentralbank wenden. Die Zentralbank ist ja den Regierungen entzogen worden. Also Länder wie Griechenland konnten sich, als sie von den Finanzmärkten, also Länder wie Griechenland, die ein relativer Konkurrenzverlierer waren, konnten sich im Moment der Krise nicht bei ihrer eigenen Zentralbank verschulden und sich darüber mit Zahlungsfähigkeit ausstatten, um so ihre Krise irgendwie zu bearbeiten. Gleichzeitig hatten sie keine Hilfe von außen zu erwarten. Das war der Stand Ende 2009, denn es war ja auch beschlossen worden, dass die Euro-Staaten sich gegenseitig nicht beistehen, wenn ein Land in die Krise gerät. Damit droht einem Land wie Griechenland die absolute Pleite. Es bekam kein Geld mehr von den Finanzmärkten, konnte sich kein Geld drucken, konnte nicht keine Hilfe von außen erwarten. Damit drohte die absolute Pleite von Griechenland und damit drohte auch so etwas wie eine Ansteckung anderer Länder. Und damit drohte auch so etwas wie ein Auseinanderbrechen der Eurozone, weil es sich ja immer noch um souveräne Nationalstaaten handelt, die entweder beim Euro mitmachen oder eben nicht, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass es sich nicht lohnt. Das war der Widerspruch. Für diesen Widerspruch gäbe es im Prinzip ganz grob zwei Lösungen, zwei umfassende Lösungen. Die eine Lösung wäre, wir sorgen einfach dafür, dass es keine Verlierer gibt in Europa, keine Verliererstaaten. Das ließe sich prinzipiell darüber bewerkstelligen, dass es Finanztransfers gibt innerhalb der Eurozone, sprich, dass die Konkurrenzgewinner Teile ihres Gewinns an die Verlierer abgeben, dass da Finanztransfers fließen, zum Beispiel nach Griechenland, aus Deutschland nach Griechenland. Derartige Finanztransfers sollen aber nicht sein, weil eben die Konkurrenzgewinner innerhalb Europas sich dazu nicht bereit erklären oder nur im sehr geringen Maße. Eine zweite Möglichkeit, diesen Widerspruch der Eurozone prinzipiell zu lösen, wäre: Nun gut, es gibt zwar Gewinner, aber die haben nichts mehr zu melden. Das wäre letztlich die Version politische Union. Das wäre die Version politische Union, sprich, die Nationalstaaten unterwerfen sich der Zentrale in Brüssel, unterwerfen sich Europa und im Moment ihrer Krise wäre ihnen damit die Möglichkeit genommen, auszutreten. Das sind zwei theoretische Möglichkeiten, die Widersprüche der Eurozone zu bearbeiten, zu lösen. Beide Wege sollen aber nicht gegangen werden. Dennoch will die Eurozone den Euro retten. Und darum soll es heute gehen: Wie macht sie das eigentlich? Schauen wir uns nochmal kurz an, was ist der Ausgangspunkt? Was ist der Ausgangspunkt der Euro-Krise? Der Ausgangspunkt, ganz allgemein gesagt, war, die Euro-Staaten haben zu hohe Schulden. Tatsächlich sieht man ein bisschen schlecht. Hier sind nochmal die Staatsschulden also die Schulden der Euro-Staaten in den letzten Jahren. Man sieht, ab dem Jahr 2007, also ab dem Jahr 2008, steigen sie stark an. Diese Kurve geht hier bis zum Jahr 2011. Da waren es ungefähr 8,2 Billionen Euro an Staatsschulden. Derzeit sind es eher so 8,6 Billionen Euro. Man sieht, innerhalb der Krisenjahre hat die Staatsverschuldung in der Eurozone um sowas wie 2 bis 3 Billionen Euro zugenommen. Das ist eine ganze Menge. Das Problem ist aber nicht nur, dass die Staatsschulden steigen in Milliarden Euro, sondern dass die Staatsschulden auch steigen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Das sehen wir hier. Hier sind die Staatsschulden in Prozent der Wirtschaftsleistung oder der Anteil der Staatsschulden an der Wirtschaftsleistung. Man sieht, vor der Krise hatten die Euro-Staaten Schulden in Höhe von ca. 65% ihrer Wirtschaftsleistung. 2011 sind es 87 und dieses Jahr wahrscheinlich 90%. Also auch im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung haben die Euro-Staaten immer mehr Schulden. Und das bedeutet, dass den steigenden Schulden eine relativ geringere Wirtschaftsleistung gegenübersteht, sprich ein relativ geringerer Topf, aus dem dann
die Schulden ja auch bedient werden können. Das hat dazu geführt, das hat zwei Folgen. Die eine ist, dass zweifelhaft wurde, ob die Staaten oder einige Staaten ihre Schulden überhaupt bedienen können. Die Kreditwürdigkeit der Eurozone oder einiger Staaten der Eurozone wurde angezweifelt, was dazu führte, dass einige Staaten keinen Kredit mehr von den Finanzmärkten bekamen und ihnen damit die Pleite drohte. Das andere Problem, man hätte ja auch sagen können, dann streicht man die Schulden halt einfach, wenn es zu viele sind. Und da kommt man gleich zum zweiten Problem. Diese Schulden sind ja nicht nur Schulden der Staaten, sondern sind ja auch das Vermögen der Gläubiger, sind das Vermögen der Institutionen, die den Staaten Geld geliehen haben. Kann man sich immer klar machen, an einer Staatsanleihe, wenn ein Staat sich 1 Million leiht, dann kriegt er die Million und der Gläubiger kriegt die Staatsanleihe. Das ist eine Zahlungsverpflichtung, ein Schuldschein. Dieser Schuldschein, diese Staatsanleihe, ist dann das Vermögen des Gläubigers. Also diesen 8,x Billionen Staatsschulden der Eurozone, das ist das gleiche wie 8,x Billionen Vermögen in den Händen von Banken, Versicherungen, Investmentfonds, Privatanlegern und so weiter. Also insofern drohte nicht nur mit der sogenannten, also die Tatsache, dass die Euro-Staaten zu viele Schulden haben, bedeutet gleichzeitig oder ist gleichbedeutend mit an den Finanzmärkten sind zu viele Forderungen, zu viele Vermögenstitel in Form von Euro-Staatsanleihen unterwegs. Und indem die Schuldenbedienungsfähigkeit der Staaten fragwürdig wurde, wurde gleichzeitig auch der Wert all dieser Billionen an den Finanzmärkten fragwürdig. Das ist das Problem, vor dem die Eurozone steht. Und jetzt hat sie sich daran gemacht, dieses Problem zu lösen. Sie hat ein Rettungsprogramm aufgelegt. Dieses Rettungsprogramm hat im Wesentlichen besteht aus 3 Schritten. Ich werde auf jeden einzelnen eingehen. Die 3 Schritte gehen im Wesentlichen so. Erstens, die Eurozone mobilisiert gemeinsamen Kredit in Form der Europäischen Zentralbank, EZB, oder in Form des Euro-Rettungsschirms, ESM. Die Eurozone organisiert sich als zweites einen allgemeinen Sparzwang für die Staaten. Das ist der Fiskalpakt und die Schuldenbremse. Und als drittes, die Eurozone verordnet sich Strukturreformen. Dafür steht institutionell der Euro-Plus-Pakt oder die Strategie Europa 2020. Schauen wir sie uns nacheinander an. Was ist der gemeinsame Kredit, den die Eurozone mobilisiert zur Rettung der Staaten, die an den Finanzmärkten sich nicht mehr refinanzieren können, die dort kein Geld mehr bekommen haben? Der gemeinsame Kredit läuft im Wesentlichen auch über fließt in 3 Formen. Erstens bilaterale Kredite, also von einzelnen Staaten an Griechenland, das sind ungefähr 50 Milliarden. Die Euro-Rettungsschirme, EFSF und ESM, die haben derzeit ungefähr 340 Milliarden Euro zugesagt. Und die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank bislang in Höhe von 230 Milliarden plus X. Wie viel das noch werden, ist bislang unklar. Das sind im Wesentlichen die 3 Wege, wie Europa gemeinsamen Kredit organisiert, um einzelnen Staaten zu helfen. Und das sind quasi die 3 Wege, in denen die Eurozone ihre No-Bailout-Regel außer Kraft setzt, also die Regel, dass man nicht einander unterstützt in der Krise. Um den Widerspruch dieses Teils der Lösung klarzumachen, kann man sich auf den ESM, also auf den Euro-Rettungsschirm, konzentrieren. Erstmal die Frage, er heißt immer Euro-Rettungsschirm, die Kredite heißen auch immer Rettungskredite. Die Frage ist, was retten diese Kredite eigentlich? Retten diese Kredite Staaten oder retten diese Kredite vielleicht sogar die Bevölkerung eines überschuldeten Landes? Nein, das steht in den Statuten des Euro-Rettungsschirms, wofür er da ist. Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, etablieren einen Stabilitätsmechanismus, der aktiviert wird, wenn dies unausweichlich ist, um die Stabilität der Eurozone als Ganzes zu sichern. Das ist der Sinn und Zweck des Euro-Rettungsschirms, womit klargestellt wäre, was er rettet, nämlich nicht einzelne Staaten, sondern er wird nur aktiv, wenn ein Staat mit seiner Überschuldung die Finanzstabilität der Eurozone als Ganzes gefährdet.
Den haben sie sich hingestellt, diesen Euro-Rettungsschirm. 500 Milliarden kann er verleihen. Das ist ein widersprüchliches Unterfangen, einfach aus dem Grund, weil hier alter Kredit, alte Kreditmilliarden, alte Schulden gesichert werden sollen mit neuen Schulden. Genau die Staaten oder die Staatengruppe, von der gesagt wird, sie hätte eigentlich, also von der die Finanzmärkte teilweise sagen, sie hätte schon eigentlich zu viele Schulden, genau diese Staatengruppe nimmt neue Hunderte von Milliarden an Schulden auf, um die alten abzusichern. Das ist ein Widerspruch, den die Euro-Staaten auch gespürt haben, zum Beispiel Italien. Kaum gab es den Euro-Rettungsschirm. Der Euro-Rettungsschirm ist ja so ein Topf, da zahlen alle Staaten einen gewissen Anteil an Milliarden ein. Ich meine, sie zahlen ihn nicht wirklich ein, sondern sie geben Garantien. Aber egal, stellen wir uns vor, das sei ein Topf, in den die einzelnen Staaten einzahlen. Kaum gab es diesen Rettungsschirm, haben die Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Italien galt als weniger kreditwürdig an den Finanzmärkten. Warum? Weil die Ratingagentur Moody's gesagt hat, nehmt mal an, der Euro-Rettungsschirm muss wirklich aktiv werden und Milliarden auszahlen. Dann muss Italien ja zahlen. Das Gleiche haben sie übrigens gesagt bei Frankreich. Auch Frankreichs Kreditwürdigkeit wurde herabgestuft, weil gesagt wurde, wenn der Euro-Rettungsschirm wirklich aktiviert wird und der all die Milliarden auszahlen muss, dann muss sich ja Frankreich verschulden und in diesen Rettungsschirm einzahlen. Sprich, alle Staaten müssen mehr Schulden machen, um die alten Schulden abzusichern. Diese Herabstufung der Kreditwürdigkeit zum Beispiel von Italien und Frankreich war die Art und Weise, wie an den Finanzmärkten das Problem behandelt wurde, dass eben lauter Staaten, die schon hohe Schulden hatten, neue Schulden aufgenommen haben, um die alten abzusichern. Sprich, die Euro-Staaten mussten sich die Frage gefallen lassen von den Finanzmärkten, ihr baut einen Euro-Rettungsschirm, aber könnt ihr euch das überhaupt leisten? Habt ihr überhaupt das Geld oder den Kredit, um den alten abzusichern? Aus diesem Grund ist der Euro-Rettungsschirm auch immer notwendig zu klein. Man hätte ja sagen können, oder sagen wir so, als Mitte letzten Jahres Spanien in die Krise geriet und dann es hieß, oh, jetzt könnte Italien auch in die Krise geraten. Wenn Italien in die Krise gerät, dann ist das aber viel zu groß, um vom Euro-Rettungsschirm aufgefangen zu werden. So viel Geld hat der gar nicht. Da hätte man ja sagen können, dann machen wir den Euro-Rettungsschirm größer. Er konnte aber nicht größer gemacht werden, weil je mehr Kredit die Staaten sich leihen an neuen Kredit, an neuem Geld, um ihn in den Rettungsschirm einzuzahlen, umso mehr wird ihre eigene Kreditwürdigkeit beschädigt, bis hin zu dem Punkt, dass auch Deutschland langsam, das lassen wir jetzt aus. Also auf der einen Seite können einige Staaten gar nicht so viel in diesen Euro-Rettungsschirm einzahlen, weil sie sich es nicht leisten können, weil sie schon so hohe Schulden haben. Das ist der eine Widerspruch des Euro-Rettungsschirms. Der andere ist, Staaten wie Deutschland wollen auch gar nicht unbedingt mehr einzahlen. Das hat man hier gesehen in der Debatte um den Euro-Rettungsschirm, als er eingeführt werden sollte und der deutsche Beitrag, ca. 160 Milliarden, gab es eine große Debatte hierzulande, weil gesagt wurde, den Euro wollen wir zwar retten, aber zu teuer soll es auch nicht werden. Auch deswegen war der Euro-Rettungsschirm nur sehr bedingt in der Lage, Vertrauen an den Finanzmärkten in die Eurozone zu stiften, weil auf der einen Seite die Hauptmacht, die Bundesregierung, einerseits gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall den Euro retten, unbedingt, aber nur, wenn es nicht zu viel kostet. Damit hatten die Finanzmärkte nicht die unbedingte Garantie, dass die Eurozone und die Schulden in der Eurozone solide sind. Die wollten sie nämlich haben, eine unbedingte Garantie, dass die Euro-Schulden sicher sind, dass die Staaten zur Not immer gerettet werden. Diese unbedingte Garantie haben sie nicht bekommen. Einmal, weil die Euro-Staaten nicht genug Kredit mobilisieren wollten, und weil sie auch nicht genug Kredit mobilisieren konnten, weil sie eben schon zu hohe Schulden hatten. Damit war der Euro-Rettungsschirm prinzipiell begrenzt und gab damit nicht die Garantie, die die Finanzmärkte haben wollten. Die Krise eskalierte bis eben im Sommer letzten Jahres. Spanien wurde angesteckt. Dann hieß es, Italien kommt bald in die Pleite.
Dann ging die Angst um, oje, oje, dafür ist doch der EU-Rettungsschirm gar nicht groß genug. Die Krise eskalierte bis zum 26. Juni 2012, dem Tag, an dem der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, auf einer Investorenkonferenz in London natürlich, die berühmten Worte sprach: Wir werden alles tun, um den Euro zu retten, und glauben Sie mir, es wird genug sein. Was hat Draghi gesagt? Draghi hat damit gesagt, im Notfall kauft die Europäische Zentralbank unbegrenzt Staatsanleihen auf. Das hat Eindruck gemacht. Warum hat das Eindruck gemacht? Weil die Europäische Zentralbank keinen begrenzten Schatz hat, auf den sie zurückgreift, um Staatsanleihen zu kaufen von Ländern, denen es nicht gut geht finanziell, sondern weil die Europäische Zentralbank Geld drucken kann, wenn sie glaubt, es zu brauchen, weil die Europäische Zentralbank damit prinzipiell unbegrenzt zahlungsfähig ist. Diese Institution, die prinzipiell unbegrenzt zahlungsfähig ist, weil sie die Druckerpresse im Keller hat, diese Institution sagt, im Notfall kaufe ich Euro-Staatsanleihen auf, und damit hat sie jedem Investor die Sicherheit gegeben, dass er im Notfall Staatsanleihen an die EZB verkaufen kann. Also die Sicherheit, die sie gestiftet hat, war quasi, sie hat gesagt, jeder Mensch oder jede Institution, die Spanien Geld leiht und dafür eine Staatsanleihe bekommt, kann das ruhig tun, denn zur Not kann dieser Mensch oder diese Institution die Staatsanleihe ja immer an mich verkaufen. Und ich habe unendlich viel Geld. Damit hat die Europäische Zentralbank tatsächlich eine Sicherheit geschaffen. Sie hat die uneingeschränkte Garantie gegeben, dass Euro-Staaten kreditwürdig sind, dass Euro-Staatsanleihen rentables Geldkapital sind, dass Euro-Staatsanleihen gekauft werden können, dass man kurz um Euro-Staaten Geld leihen kann. Technisch ist das Problem damit gelöst, aber es ist damit natürlich nicht gelöst. Weil es ist ja völlig klar, mal angenommen, die Situation, es käme dazu, Spanien und Italien und alle anderen Länder geraten in die Krise, die Europäische Zentralbank fängt an, Euros zu drucken und dafür Staatsanleihen zu erwerben, ist ja ganz klar, dass diese Milliarden, die sie dann druckt und an die Gesellschaft gibt, an die Finanzmärkte gibt, dass diese zusätzlichen Milliarden an Euros nicht eine gewachsene ökonomische Potenz der Eurozone repräsentieren oder eine vermehrte Wirtschaftsleistung, sondern diese zusätzlichen Euro würden nichts weiter repräsentieren als faule Staatsschulden, die die Europäische Zentralbank sich erworben hat. Hinter diesen neuen Euro stünde also nichts weiter als ein riesiger Berg von Schulden von Euro-Staaten oder von Staatsanleihen, dessen Wert prinzipiell fragwürdig ist. Damit wäre relativ klar, dass wenn so eine Situation eskaliert und die Europäische Zentralbank immer mehr Euros druckt, um Euro-Staatsanleihen zu kaufen, dass das Problem der Entwertung, also dass sich das Problem der Entwertung übergehen würde von den Staatsanleihen, die waren ja vorher von Entwertung bedroht, dass ihr Wert verfällt, dass das Problem der Entwertung von den Staatsanleihen übergehen würde auf den Euro selber. Denn dieser Euro, diese zusätzlichen Euros, die EZB dann drucken würde, wären ja nur gerechtfertigt dadurch, dass irgendwelche Staaten in Europa sich nicht mehr finanzieren können, dass sie zumindest nicht kreditwürdig sind. Also auch durch die EZB und ihre unbegrenzte Kaufgarantie ist das Entwertungsrisiko nicht weg. Letztlich darf es gar nicht dazu kommen, dass die EZB wirklich alle Staatsanleihen aufkauft, sprich ihre Garantie einlöst, weil sonst der Euro selber gefährdet wäre. Inflation ist da sozusagen das Stichwort zu. Die Ankündigung der Europäischen Zentralbank, im Notfall unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, sollte auch nur wirken mit einem Ankündigungseffekt. Damit sollte eine Garantie gegeben werden, um an den Finanzmärkten Vertrauen zu stiften, dass es im Notfall immer einen unbegrenzt potenten Käufer für Staatsanleihen gibt. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Bis heute hat die Europäische Zentralbank keine einzige, also seit dieser Ankündigung hat sie keine einzige Staatsanleihe gekauft. Und dennoch hat sich die Lage beruhigt. Das ist übrigens die Situation, in der wir im Moment sind. Die Lage an den Finanzmärkten hat sich beruhigt, was man daran sieht, dass Staaten wie Spanien sich wieder Kredit bekommen zu Zinsen,
die es sich auch leisten kann. Ich zeige mal den Effekt. Ah, nee, das lassen wir jetzt leider Gottes. Hier sehen wir die Zinsen auf spanische, 10-jährige spanische Staatsanleihen. Wir sehen rechts diesen Peak, diese Spitze. Als die Krise eskalierte, da musste Spanien über 7% für seine Schulden zahlen. Da wurde gesagt, über 7% ist auf Dauer nicht zu machen. Genau an diesem Tag, wo da die Spitze ist, hat Draghi gesagt, wir kaufen im Notfall unbegrenzt Staatsanleihen. Und den Effekt seiner Ankündigung kann man hier sehen. Die Finanzmärkte fassten wieder Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der Euro-Staaten und die Zinsen sanken. Das ist die Situation im Moment. Erster Punkt, gemeinsamer Kredit. Der Euro-Rettungsschirm leidet unter dem Widerspruch, dass lauter Staaten sich verschulden, um alten Kredit sicher zu machen. Das ist ein prekäres Arrangement. Können wir die Lass uns aber, wie ich am Anfang gesagt habe, sozusagen Beiträge und Diskussionsfragen auch nach dem Vortrag verschieben und es mal zu Ende hören, ja? Also mit dem gemeinschaftlichen Kredit, also Europa organisiert gemeinschaftlichen Kredit in Form der Europäischen Zentralbank oder in Form des Euro-Rettungsschirms, um die prekär gewordenen alten Schulden wieder abzusichern, um die Kreditwürdigkeit der Euro-Länder wieder herzustellen. Klar ist aber auch, dass durch die neuen Kredite oder auch durch die Zusage der Europäischen Zentralbank im Notfall Anleihen zu kaufen, dass dadurch alleine der Schuldenberg, der bereits aufgelaufen ist, nicht solide wird, dass damit nicht sichergestellt ist, dass die Staaten auch tatsächlich ihre Schulden bedienen können, und zwar die alten wie auch die neuen. Der Euro-Rettungsschirm wie auch die Ankündigung der Europäischen Zentralbank sind beides, wie heutzutage gesagt wird, Übergangslösungen, die aber letztlich fehlt der Punkt, wie sollen denn die Staaten wieder in die Lage versetzt werden, diese Schulden auch zu bedienen. Das ist jetzt der zentrale Maßstab, ihre Schuldenbedienungsfähigkeit. Um den herzustellen, haben sich die Euro-Staaten neue Regeln gegeben. Sie haben sich ein neues Zwangsregime verordnet, mit dem sie die Staatshaushalte auf Sparsamkeit verpflichten wollen. Das ist der sogenannte Fiskalpakt bzw. der verschärfte Stabilitätspakt. Der Stabilitätspakt hat einen klaren Adressaten. Adressat des Fiskalpakts, hier ein EZB-Direktor. Die Finanzmärkte müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Mitgliedstaaten der Union sich die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen als oberstes Ziel gesetzt haben. Dies wird neues Vertrauen schaffen. Also Adressat des Fiskalpakts oder des neuen Stabilitätspakts sind die Finanzmärkte. Was wird ihnen gesagt? Europa hatte ja bisher schon einen Stabilitätspakt, der Verschuldungsgrenzen vorgab. Kein Staat darf Schulden, Gesamtschulden haben, die über 60% seiner Wirtschaftsleistung liegen, und kein Staat darf eine Neuverschuldung machen, die mehr ist als 3% seiner Wirtschaftsleistung. Diesen Pakt hat es bisher schon gegeben. Er hieß Stabilitätspakt. Es wurde sich nicht so richtig dran gehalten und manchmal eben auch. Der ganze Schluss, den Europa mit dem Fiskalpakt jetzt zieht, ist: künftig werden wir uns dran halten. Und dafür organisieren wir ein umfassendes System aus Kontrollen, aus Prüfungen, Strafen, Sanktionen, Vorschlägen und so weiter. Dieses ganze Regime, früher wurde einfach nur gesagt, kein Staat darf so und so viel Schulden haben in einem Jahr. Jetzt wird gesagt, wir kontrollieren vorher, wie viel Schulden möchte ein Staat machen, wir gucken uns an, geht das denn überhaupt? Wir machen diesem Staat Vorschriften, wie er seine Schulden senken kann. Wir gucken uns genau an, gelingt ihm das? Wenn ihm das nicht gelingt, dann treten automatische Sanktionen, also automatische Strafen in Kraft und so weiter und so fort. Im Prinzip ist es das alte System,
das nur radikalisiert wird. Zum Beispiel dadurch, auch durch die Schuldenbremse, die quasi vorschreibt, dass ein Staat im Prinzip überhaupt keine Schulden mehr machen darf. Der Fiskalpakt und die Schuldenbremse radikalisieren den alten Stabilitätspakt, und zwar vor allen Dingen in der Form, dass gesagt wird, jeder Staat, der sich nicht dran hält, muss mit Strafen rechnen. Der Fiskalpakt oder der verschärfte Stabilitätspakt geht quasi aus, oder der hat folgende Problemdefinition. Die Staaten, die den Fiskalpakt gemacht haben, sehen das Problem ungefähr so: Europa muss sparen, die Regierungen müssen sparen, und bisher wollten sie nicht. Deswegen zwingen wir sie jetzt dazu. Ausgangspunkt dieses Fiskalpakts ist die Idee, Staaten wollen nicht sparen, und wir richten jetzt ein Regime ein, in dem sie dazu gezwungen werden. Das hat einen großen Widerspruch. Der Widerspruch liegt, oder ein großes Problem, sagen wir mal, der Widerspruch liegt in der Sache, die da kontrolliert werden soll, nämlich in den staatlichen Schulden. Schauen wir uns mal an, was da kontrolliert werden soll. Schön wär's. So. Nehmen wir das Problem beim Sparzwang. Nehmen wir mal das Haushaltsdefizit. Das Haushaltsdefizit hat zwei Variablen. Es hat eine Neuverschuldung, sagen wir mal, die ist 30 Euro. Und es hat eine Wirtschaftsleistung, die ist 1.000 Euro. Sprich, das macht ein Haushaltsdefizit von 3%, und das soll irgendwie noch erlaubt sein. Und für einige Staaten muss es auch weniger sein. Das ist das, wozu die Euro-Staaten sich jetzt gegenseitig zwingen wollen, dieses Haushaltsdefizit einzuhalten. Das Problem dabei ist, dass bei diesem Bruch der Staat den Nenner nicht unter Kontrolle hat. Das ist das erste Problem. Das, was rot ist, die Wirtschaftsleistung, hat ein Staat nicht unter Kontrolle. Wenn ein Staat in die Rezession, ein Staat kann am Jahresanfang sagen, ich mache meinen Haushalt, ich plane meine Einnahmen, meine Ausgaben, und ich sage, so und so viel Milliarden Euro nehme ich an neuen Schulden auf. Ob das am Ende des Jahres 3% sind oder nicht, erweist sich erst im Nachhinein, nämlich anhand der Wirtschaftsleistung, die dann vorliegt. Und wie sich eine Wirtschaftsleistung entwickelt, das hat der Staat gar nicht in der Hand, will er auch gar nicht in der Hand haben, sondern das ist Ergebnis der globalen Konjunktur, der inländischen Konjunktur, und das ist vor allem Ergebnis der Konkurrenzlage, des Konkurrenzerfolgs dieses Landes auf dem Weltmarkt und im Wettbewerb mit den anderen Ländern. Das ist die eine Sache, warum der Fiskalpakt auf einem Idealismus, auf einem Kontrollidealismus beruht, nämlich auf dem Idealismus oder auf der Illusion, man hätte das Defizit in der Hand, was man nicht hat, weil man den Nenner, die Wirtschaftsleistung, nämlich nicht in der Hand hat, sondern die ist ein Ergebnis der Konkurrenz. Als zweites übrigens hat der Staat den Zähler auch nicht in der Hand. Ein Staat kann ja sagen, ich mache 30 Euro Neuverschuldung. Aber wenn die Wirtschaft dann nicht so läuft, könnte er immer noch sagen, dann senke ich meine Neuverschuldung. Aber wenn ein Staat seine Neuverschuldung, sprich seine Ausgaben, senkt, dann führt das halt auch dazu, dass er sein heimisches Wirtschaftswachstum schädigt. Wenn ein Staat damit konfrontiert ist, dass er in der Krise ist, dann muss er gerade mehr neue Schulden machen unter Umständen, um die heimische Wirtschaft zu stabilisieren. Und das kann bedeuten, dass er eben mehr Neuverschuldung machen muss, gerade weil die Wirtschaftsleistung sinkt. Das ist der Fall, den wir derzeit in Europa überall haben, in Portugal, Spanien, Italien geht sogar, Griechenland und so weiter, dass gerade in der Krise die Staaten ihre Haushaltsdefizitziele nicht erreichen, weil die Wirtschaft einbricht, die Wirtschaftsleistung einbricht und die Staaten mit vermehrten Ausgaben dagegen halten wollen, was ihnen zum Teil nicht erlaubt wird. Also, insofern beruht der ganze Fiskalpakt auf einer Illusion, ein Staat hätte sein Haushaltsdefizit oder seine Schuldenquote, ein Staat hätte das Verhältnis von Staatsschulden und Wirtschaftsleistung, das hätte er unter Kontrolle, das hat er nicht. Um diesen Widerspruch, ne, die Europolitiker sind ja alles Praktiker, die kümmern sich ja nicht um theoretische Widersprüche, die sagen, dann stellen wir es eben her. Dann stellen wir das eben her, die Entsprechung von Wirtschaftsleistung und Schulden.
Es ist den Europolitikern durchaus bewusst, dass dieses Ganze, dass diese Rechnung nur aufgeht, nur funktioniert, wenn es auch ein entsprechendes Wirtschaftswachstum gibt. Und da machen sie sich dran, dieses Wirtschaftswachstum herzustellen. Weil ohne Wirtschaftswachstum werden sie ohnehin nicht ihre Defizitziele erreichen und ohne Wirtschaftswachstum wächst auch nicht ihre Potenz, die Schulden zu bedienen und neue Schulden zu nehmen. An der Stelle werden sie sehr deutlich. Es geht also darum, Wirtschaftswachstum herzustellen. Das ist der dritte Punkt. Die Strukturreformen, die sich Europa gegeben hat, die Strukturreformen, die in Europa durchgeführt werden. Also nochmal am Anfang. Wir hatten am Anfang der gemeinschaftliche Kredit. Ganz viele Milliarden und Abermilliarden neuer Kredit werden mobilisiert, um den alten abzusichern, um eine Pleite von Staaten und damit eine Entwertung des Finanzkapitals, das in Anleihen angelegt ist, zu verhindern und um die Staaten kreditwürdig zu halten. Das ist aber ein prekäres Arrangement. Das macht aus schlechten Schulden noch keine guten. Wir brauchen ja Wirtschaftswachstum, wir brauchen ja Stabilität der Euro-Schulden. Und dafür müssen wir die Schulden bedienen können und dafür brauchen wir Wirtschaftswachstum. Dann verordnet sich Europa einen Fiskalpakt, ganz strenge Sparregeln. Aber auch die funktionieren nur, wenn es ein entsprechendes Wirtschaftswachstum gibt. Wie wird dieses Wirtschaftswachstum, an dem jetzt alles hängt, wie soll das hergestellt werden? Strukturreformen ist das Stichwort, beziehungsweise das eigentliche Stichwort ist die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Angela Merkel, vor allem müssen wir die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum unserer Bemühungen stellen. Und David Cameron, der britische Premier, hat vor 2 Wochen gesagt, anstatt seine Bürger zu verhätscheln, muss sich Europa überlegen, wie es wettbewerbsfähiger wird. Diesen schönen Satz hat David Cameron in Davos gesagt. In Davos, in den Schweizer Bergen, treffen sich alljährlich die großen Wirtschaftsführer und Politiker aus aller Welt und Ökonomen und sonst was für Experten, um die Probleme der Welt zu lösen. Das World Economic Forum ist gleichzeitig ein Think Tank. Und dieser Think Tank hat eine Definition davon, was Wettbewerbsfähigkeit eigentlich ist. Ich meine, um die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit geht nun alles in Europa. Was ist Wettbewerbsfähigkeit? Wir definieren Wettbewerbsfähigkeit als die Kombination aus Institutionen, Politiken und Faktoren, die das Produktivitätsniveau eines Landes determinieren. Das Produktivitätsniveau determiniert auch die Renditen von Investitionen. Darum geht es. Darum geht es beim Programm Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Es geht letztlich um nichts anderes, als um das Produktivitätsniveau zu erhöhen. Sprich, es geht um nichts anderes, als um die Rendite von Investitionen zu erhöhen. Das Programm Wettbewerbsfähigkeit heißt nichts anderes, als dass in Europa wieder mehr verdient werden muss, dass Europa sich so umgestalten muss, dass Unternehmen wieder mehr Geld aus ihren Investitionen herausziehen. Das könnte über viele verschiedene Wege gelingen. Es gibt für Wettbewerbsfähigkeit auch viele Indikatoren. Tatsächlich herumgeschraubt wird nur an einem. Es gibt eine Maßzahl, die ist zentral im ganzen Bemühen Europas, Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, um die Staatsschulden zu stabilisieren, um den Euro zu retten und um den Euro zu einer Weltwährung zu machen. Ein Maßstab, und das sind die Lohnstückkosten. Was sind die Lohnstückkosten? Die Lohnstückkosten sind nichts weiter als der Anteil des Lohns an einem Produkt. Du hast ein Auto und dann kannst du sagen, wie viel Lohnkosten stecken denn in diesem Auto? Also der Anteil der Lohnkosten pro produziertem Stück. Das sind die Lohnstückkosten. Die Lohnstückkosten kennzeichnen also nichts weiter als, oder sagen wir anders, wie kann man die Lohnstückkosten senken? Das ist das Programm in Europa. Lohnstückkosten müssen sinken. Das kann man über 2 Wege senken. Einmal, indem der Lohn gleich bleibt, der Mensch aber mehr produziert. Oder indem der Mensch gleich viel produziert, aber dafür weniger Lohn bekommt. Oder möglichst, und das passiert auch aus einer Kombination von beidem. Die Senkung von Lohnstückkosten heißt nichts anderes, als dass die Waren produzieren, dafür weniger bekommen sollen. Das ist das,
der zentrale Maßstab für die Sanierung Europas. Das soll passieren in Europa zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Wie will Europa das erreichen? Europa hat ein Vorbild. Europa hat ein Vorbild bei der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Vorbild heißt Deutschland. Und das Vorbild bei den Reformen ist damit auch genannt. Es ist die Agenda 2010. Hier haben wir es nochmal. Andreas Rees, ein Ökonom von der italienischen Großbank UniCredit. Deutsche Reformerfolge sind die Blaupause für Europa. Und Angela Merkel sekundiert: Europa kann in der internationalen Konkurrenz mit aufstrebenden Mächten wie China oder Brasilien nur bestehen, wenn es so wettbewerbsfähig wird wie Deutschland. Also ganz Europa soll so wettbewerbsfähig werden wie Deutschland. Und das soll funktionieren über eine Agenda 2010 für ganz Europa. Dementsprechend sehen die Reformen in Europa auch aus. Das steht auch in den Zeitungen. Das Reformlabor, die Reformratte, wie sie sich selber genannt haben, in diesem Labor ist Griechenland, in dem alles ausprobiert wird, was so an Lohnsenkungen geht. Das geht von der Senkung des Mindestlohns, was das allgemeine Lohnniveau drückt. Das geht über eine Senkung des Lohns im öffentlichen Sektor, der eine Leitfunktion bei den Tarifverhandlungen in jedem Land hat. Das geht über eine mehr oder weniger Abschaffung von sowas wie Flächen- oder Branchentarifverträgen, von überhaupt von allgemein verbindlichen Tarifverträgen. In Griechenland werden, wenn es überhaupt noch Tarifverträge gibt, die auf Unternehmensebene ausgehandelt, was man sich vorstellen kann, was in der Krise schlicht dazu führt, dass die Belegschaften ohne Ende erpressbar sind, gerade angesichts einer Arbeitslosigkeit von 26%. In ganz Europa wird das Rentenalter erhöht, was gleich doppelt günstig ist für einen Staat, weil er auf der einen Seite den Leuten später Rente zahlen muss, das spart ihm Rentenausgaben. Auf der einen Seite stehen die Leute länger dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, das erhöht die Konkurrenz der Arbeitnehmer um einzelne Jobs. In Portugal wurden 3 Feiertage gestrichen und so weiter und so fort. In allen Ländern, in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, wird der Kündigungsschutz aufgeweicht. In Spanien gibt es inzwischen zum Beispiel einen neuen Tarif, einen neuen Arbeitsvertrag. Der hat eine Probezeit von einem Jahr. Das heißt, innerhalb eines Jahres kann ein Mensch jederzeit ohne Abfindung gefeuert werden. Das ist im Wesentlichen die Senkung der Lohnstückkosten, das über eine Vielzahl von Maßnahmen, die über eine Vielzahl von Maßnahmen erreicht wird. Das wird flankiert durch eine Senkung der Sozialausgaben, sprich nicht nur die Rente sinkt, nicht nur die Arbeitslosenhilfe sinkt, sondern auch die Gesundheitsausgaben senken. Und wenn der Staat Steuern erhöht, dann erhöht er sie im Wesentlichen über die Konsumsteuern, sprich die Mehrwertsteuer steigt. Die Staaten in ihren Reformen gehen nach einer Leitlinie vor. Sie sagen, überall, wo das Geld nur dazu verwendet wird, dass sich Leute das Notwendige zum Leben kaufen, in Form des Lohns oder in Form von Gesundheitsleistungen, in Form von Arbeitslosenhilfe und so weiter, überall, wo das Geld nur verwendet wird, um sich das Leben zu finanzieren, da streichen wir oder da greifen wir zu. Überall, wo das Geld verwendet wird, um es zu vermehren, überall, wo investiert wird, das fördern wir. Das findet zum Beispiel das Institut der Arbeit der deutschen Wirtschaft natürlich gut. Das Institut der deutschen Wirtschaft wird von den Arbeitgeberverbänden finanziert. Die loben das. Der politische Druck durch hohe Zinsen hat viele wichtige Reformen bewirkt. Das ist das, was ich gerade eben erzählt habe, und noch einiges mehr. Schaut man sich jetzt an, was diese Verbilligung der Lohnabhängigen, die Verbilligung der Lohnabhängigen in allen möglichen Formen, soll nun Europa attraktiver machen für Unternehmen, soll dafür sorgen, dass sich Investitionen wieder mehr lohnen. Das soll dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder stärker wächst. Das soll den Staaten ermöglichen, zu sparen und ihre Defizitziele einzuhalten. Das soll nicht nur die alten Schulden solide machen, bedienbar machen, sondern auch die Hunderte von Milliarden neuen Rettungskredite rechtfertigen, also sprich bedienbar machen. Das soll überhaupt alle Schulden
in Europa wieder sicher machen. Darüber soll der Euro wieder interessant werden als Anlagesphäre für Finanzkapital. Europa soll wieder kreditwürdig werden. Darüber soll der Euro gerettet werden und darüber soll er dem Dollar auch wieder Konkurrenz machen können. Das ist quasi alles, was von der Verbilligung der Arbeitskraft oder von der Verbilligung der Bevölkerung erwartet wird. Das ist das Programm, das ist der Kernpunkt des Programms. Und als letztes sage ich es noch, dass auch dieses Programm Wettbewerbsfähigkeit wie die Rettungskredite selber und auch der Fiskalpakt, auch das Programm Wettbewerbsfähigkeit hat natürlich einen riesigen Widerspruch. Was ist denn Wettbewerbsfähigkeit für eine Fähigkeit? Wettbewerbsfähigkeit ist keine Fähigkeit. Eine Fähigkeit ist, wenn ich Skifahren kann, dann das ist eine Fähigkeit, dann kann ich das. Wettbewerbsfähigkeit ist so gut wie die Fähigkeit, im Wettrennen zu gewinnen. Es ist keine Fähigkeit, genau, es ist eine Relation. Es ist gleich relativ klar, dass der Wettbewerb ein Verhältnis ist am Vergleich. Und in einem Wettrennen, wenn ich schneller laufe, nützt es mir gar nichts. Wenn die anderen noch schneller laufen, wenn ich meinen Lohn senke, nützt es mir gar nichts, wenn die anderen ihren Lohn noch schneller senken. Sprich, in der Form der Idealismus, wenn man es freundlich ausdrücken will, besteht darin, in der Annahme, alle Staaten Europas könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Das ist zwar nicht wahr, das rührt an die Grundlüge oder an den Grundirrtum, sage ich mal, in der Konstruktion der Eurozone, nämlich alle Staaten, alle konkurrierenden Staaten könnten zumindest theoretisch gleichmäßig erfolgreich sein. Das stimmt nicht, trotzdem wird festgehalten an dem Programm Wettbewerbsfähigkeit und was es ja auf jeden Fall herstellt, das Programm, ist ein Race to the Bottom, sprich ein Wettrennen darum, wer senkt seinen Lohn am schnellsten und am stärksten. Daraus resultiert der zweite Widerspruch dieses Programms. Man kann ja als Staat schon mehr Armut schaffen oder die Leute verbilligen, aber dazu bräuchte es dann auch erfolgreiche Unternehmen, die aus dieser Verbilligung, aus dieser Armut dann auch einen Erfolg machen. Das hat gar nicht jedes Land. Erstmal findet ja flächendeckend vor allen Dingen eines statt. Die Leute haben weniger Geld. Sie können weniger einkaufen gehen. Sie können weniger zahlen. Und das ist die berühmte Binnennachfrage, also die inländische Nachfrage. Die inländische Nachfrage, die sinkt. Man kann es nicht gut sehen in dieser Grafik. Ich sage, was man daran sieht. Für Spanien, Italien, Portugal, Griechenland ist das einfach die Entwicklung der inländischen Nachfrage, der inländischen zahlungsfähigen Nachfrage. Man sieht die Folge der Verarmung. Die Leute haben weniger Geld. Sie haben weniger Arbeitslosenhilfe, weniger Rente, weniger Lohn. Das führt natürlich dazu, dass Geschäft flächendeckend zusammenbricht innerhalb dieser Länder. Stellt sich die Frage, wenn jetzt alle Länder wettbewerbsfähiger werden, alle Euro-Länder, wer soll denn die ganzen Sachen kaufen, wenn es ein allgemeines Verarmungsprogramm gibt? Auch dafür gibt es ein Vorbild. In Europa ist es wieder das deutsche Vorbild und die ganze Lösung des Problems heißt Export. Hier sieht man die Entwicklung. Nur für das deutsche Modell für Europa, wie das funktioniert. Der rote Strich ist der private Konsum. In Deutschland durch Niedriglohnsektor, Leiharbeit und so weiter entwickelt er sich dementsprechend mäßig, haben die Leute nicht mehr Geld. Das Wachstum in den letzten Jahren erzielte Deutschland im Wesentlichen über die Ausfuhr, über den Export. Das sollen die anderen Euro-Länder auch machen. Die Eurozone soll sich zu einer Exportmaschine entwickeln, soll nach innen seine Arbeitsmannschaften verbilligen, billiger anbieten auf dem Weltmarkt und dann mehr exportieren. Sprich, das Programm ist nichts anderes als eine Kampfansage an das außereuropäische Ausland. Es ist der Plan, die Euro-Krise, die Euro-Schuldenkrise zu bereinigen auf Kosten des Auslands. Das Problem daran ist ein bisschen, das wollen sie alle. Diesen Weg wollen die USA auch gehen. Haben sie angekündigt. Diesen Weg wollen China und Asien sowieso gehen. Und diesen Weg will Japan natürlich auch gehen. Das ist der Punkt mit der Abwertung der Währung. Das ist der Widerspruch an diesem Projekt. Aber Europa hält
unverändert daran fest. Und da ist es kein Wunder, dass die Zeiten auf dem Weltmarkt immer ungemütlicher werden. Die Rede ist von Protektionismus, die Rede ist von Währungskrieg und so weiter und so fort. Alle Staatenblöcke, insbesondere die USA und Europa und Japan, behaken sich gegenseitig, weil sie gerne einander die Kosten der Lösung der eigenen Schuldenkrise aufladen möchten. Und das bleibt sozusagen schwierig. Hier haben wir nochmal die Euro-Rettung, sozusagen die Zusammenfassung. Der erste Punkt ist mehr Kredit, gemeinschaftlicher Kredit. Dadurch wird alter Kredit aber nicht solide. Es gibt eine Selbstverpflichtung zum Sparen, der Fiskalpakt, aber Sparen geht nicht ohne Wachstum. Und die Senkung des Lohnniveaus für mehr Wettbewerbsfähigkeit, für mehr Export krankt daran, dass das alle wollen. Trotzdem soll das passieren. Wozu soll das alles passieren, sagt nochmal Wolfgang Schäuble. Die neuen Elemente von Regierungs- und Ordnungsstrukturen in Europa sind ein Beitrag zu unserer globalen Verantwortung, die wir Europäer im Hinblick auf unsere weltgeschichtliche Rolle in den vergangenen Jahrhunderten nicht geringschätzen sollten. Dafür soll es da sein, dafür sind die Reformen in Europa da, mit dem schönen Hinweis auf die weltgeschichtliche Rolle Europas in den vergangenen Jahrhunderten, die ja immer nicht immer gemütlich war. Die soll quasi wieder hergestellt werden, diese Rolle, und dafür dient das europäische Rettungsprogramm. Es bleibt ein prekäres Arrangement aufgrund der Widersprüche, die ich genannt habe. Und dieses Programm ist letztlich abhängig von der relativen Verarmung der Menschen. Ausgedrückt wird das als, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Ausgedrückt wird das alles, wir alle haben über unsere Verhältnisse gelebt und deswegen müssen wir alle jetzt den Gürtel enger schnallen. Das ist nicht wahr. Nicht wir alle haben über unsere Verhältnisse gelebt, sondern es ist so, dass in Europa zu viel Kredit akkumuliert wurde. Und um diesen Kredit, um diese Staatsschulden nun wieder haltbar zu machen, sollen die einen zurückstecken. Das sind die, die vom Lohn abhängig sind, entweder als Kranke, Rentner, Arbeitslose und Lohnempfänger. Die sollen zurückstecken und die andere Seite soll möglichst klotzig verdienen. Es bleibt eine große Frage, es bleibt ein großes Risiko übrig, das an den Finanzmärkten gehandelt wird, als das sogenannte politische Risiko. Und dieses Risiko läuft einfach auf die Frage hinaus, lassen sich die Leute das bieten. Hier haben wir ein Zitat von der Bank Credit Suisse. Es bleibt fraglich, ob die Bevölkerungen die Reformen dauerhaft mittragen. Es bleibt einfach die Frage, machen die Leute dabei dauerhaft mit? Das ist das große Risiko, was unter Investoren derzeit kursiert. Nun sieht es so aus, dieses Programm hat nichts Tolles für die Lohnabhängigen oder für die Arbeitnehmer zu bieten. Ob es nicht doch vielleicht Antworten gibt auf die Euro-Krise, die auch linkere Menschen vertreten könnten. Darum soll es das nächste Mal gehen.